Ferien, Feiertage und der Frühling. Die Kinder haben frei, es ist Ostern, das heißt, man nimmt sich Zeit für die Familie und es ist natürlich der Frühlingsanfang, das heißt, man versucht, seine Tomaten zum Beispiel vorzuziehen, damit sie dann entsprechend im Mai ausgesät werden kann. Oder man richtet sich die Beete her und macht sich dementsprechend den Stress, um alles Mögliche in einen Hut zu packen. Die Kinder unterhalten, für das Fest vorzubereiten, eventuell kommen Verwandte oder Familie, Freunde zu Besuch und man möchte natürlich alles auf einmal machen und es wird dabei sehr hektisch. Wo bleibt denn dabei die Ruhe und der Spaß? Ein voller Terminkalender ist noch kein erfülltes Leben. Rat, Posner Comedy, meine Freunde, herzlich willkommen zur 40. Episode von Raw 270 an diesem sonnigen und schönen Ostermontag. Mein heutiges Thema: Entschleunigung als Bewusstseinserweiterung. Oder anders gesagt, Schluss mit schnell. Wie ich schon in der Einleitung erwähnt habe, wollen viele Menschen alles auf einmal erledigen und tun. Und dabei vergessen sie die Ruhe und Besinnlichkeit. Welche Ursachen hat dieses Verhalten? Für mich persönlich ist es so diese hohe Erwartungshaltung bzw. dieses Du musst denken, welches aus unserem System herauskommt. Zum Beispiel muss eine Familienmutter oder eine Frau sollte erwerbstätig sein, mitten im Leben im Beruf stehen, zum Beispiel die Karriere aufsteigen lassen. Sie muss Kinder haben, sich um die Kindererziehung kümmern, damit natürlich aus ihren Sprösslingen etwas wird. Sie muss sich sozial engagieren bzw. politisch aktiv werden, also außerhalb von Kind und Beruf alles Mögliche machen. Und natürlich soll sie auch noch, wie in den meisten Augen, natürlich modisch und trendy sein. Und natürlich sollte sie auch eine gute Hausfrau und Ehefrau für einen Mann sein. Der Mann hingegen ist natürlich für gewöhnlich derjenige, der ja, die Brötchen ins Haus holt. Also das heißt, dass der meistens der Hauptverdiener ist oder das seine Aufgabe sein soll. Natürlich muss er sich auch dementsprechend für die Kindererziehung sorgen. Das sollte normalerweise ja Teil von beiden, Aufgabe von beiden Elternteile sein. Natürlich sollte er auch natürlich fit und sportlich sein und dementsprechend Kraftsport betreiben. Und wenn er natürlich einen Garten hat, dann sollte er ihn auch pflegen, die Rasen mähen, die Beete aufbereiten, eventuell einen Schritt weitergehen, sich selbst anbauen, für eine Kompostierung sorgen, Humus anlegen und sonstige Tätigkeiten. Und bei den Kindern ist es meistens oft so, dass sie ja natürlich auch unter Druck geraten, einerseits von den Eltern. Die sollen sich natürlich gut benehmen vor den anderen, weil es wirft natürlich ein schlechtes Licht auf die Eltern, wenn die Kinder, ja, sag ich mal, Kinder sind und sich vielleicht beim Spielen schmutzig machen, wie es halt früher üblich der Fall war, aber heute mit den ganzen teuren Klamotten und Smartphones ist man ein bisschen zimperlich und man legt dann Mehrwert, dass die Sachen, also die Konsumgegenstände sauber und rein und unbeschädigt sein sollen, bevor das Kind dann durch Spielen im, ja, ganz normal Spielen in der Erde dann die Sachen eventuell kaputt, schmutzig oder sonst mit ihnen irgendwas passiert. Natürlich sollten sie auch in der Schule gute Noten haben. Das ist natürlich eine andere Erwartung, dass man hier die entsprechende Zeit nimmt, um zu lernen fürs Leben und hier dementsprechend auch gute Noten einfährt. Natürlich muss man sich auch gegenüber seinen, ja, Spielkameraden, seinen Freunden beweisen bzw. ja, behaupten. Das heißt, dass man auch hier immer die neuesten Sachen haben muss. Man muss ein Facebook sein, man muss ein Handy haben, man muss immer in Mode sein, die neuesten Klamotten haben, weil sonst ist man nicht mehr in, sonst ist man aus der Mode und wird eventuell sozial ausgegrenzt. Und
Das ist einfach diese Erwartungshaltung und diese Denkhaltung, dass man versucht, hier wirklich alle Sachen, die die Gesellschaft von einem erwartet, die man, dass man auch seine persönlichen Ziele erreichen möchte und natürlich auch die Erwartungen von Freunden und Familie natürlich alles auf einmal erfüllen möchte. Und die Folgen dabei sind einfach, dass die Sachen, die man dann erledigen möchte, zum Beispiel auch aus Leidenschaft, dass die dann nicht richtig gemacht werden, dass das einfach nur für Stress und Burnout-Symptomen sorgt und das einfach für eine geminderte Lebensqualität auch einfach sorgt und man einfach dann lustlos diese Sachen mache, beziehungsweise halbherzig, und dann ist einfach das Problem, dass die Sachen dann unvollständig sind. Wenn man dann etwas erledigt hat, dann gefällt es einem nicht oder es klappt dann einfach nicht richtig. Und da ist es halt einfach so, dass man sich mal wirklich eine Auszeit nimmt, nicht zu viel auf einmal in einem Tag verlegt, sondern einfach sich mal Ruhe und Entspannung gönnt. Weil ich meine, wie viele von euch sind mal aus Spaß und Freude zum Beispiel an diesem sonnigen Tag mal bewusst auf eine Wiese gegangen und sind tanzend mit einem Ballengang über die Wiese gelaufen zum Beispiel, oder haben einfach mal bewusst zum Beispiel einen grünen Saft, einen Tee oder einfach ein Getränk, was einem schmeckt, einfach mal sich hingesetzt, zum Beispiel in die Sonne oder an einem netten Ort, wo man sich gerne entspannt und ausruht, und einfach mal für 10 bis 15 Minuten den Tee genossen hat, beziehungsweise das Getränk genossen hat und an nichts weiteres gedacht hat, und einfach mal zum Beispiel bei Mahlzeit und bei Essen einfach mal das Handy ausschalten, jegliche Ablenkung abschalten und einfach mal bewusst und genüsslich, sage ich mal, seine Mahlzeit verzehrt, ohne jegliche Ablenkung oder Gedanken an Zukunft oder Vergangenheit, einfach mal im Moment leben und den Moment auch wirklich genießen. Fallen mir zum Beispiel zwei Punkte ein, die mich sehr geprägt haben, seitdem ich mit dem Tai Chi angefangen habe. Einerseits interessiere ich mich natürlich auch für die chinesische Kultur bzw. den Taoismus. Und dann gibt es zum Beispiel das Zeichen Wu Wei, und das heißt einfach, es ist einfach die Kunst des Nichthandelns, aber nicht in dem Sinne, dass man faul ist, sondern einfach abwartet, also den richtigen Moment abwartet, so lange nichts tun, bis in dieser Moment da ist, und dann, wenn dieser Moment gekommen ist, dann zu diesem richtigen Zeitpunkt auch handeln. Und das erfordert einfach viel Geduld. Das ist ein wirklich wesentlicher Bestandteil, dass man wirklich geduldig ist, viel Achtsamkeit und auch natürlich Erfahrung und Bewusstsein. Der andere Punkt ist, den mein Dojo-Meister, mein Lehrer, sag ich mal, immer prägt, dass man das Qi langsam heben soll. Also einfach entschleunigen, mal wirklich den Alltag vergessen und sich den Dingen widmen, die einem Spaß machen, die für Ruhe und Gelassenheit sorgen. Wie zum Beispiel gestern am Ostersonntag einfach mal ein Malbuch rausgeholt und nach Lust und Laune gemalt. Also in dem Sinne hoffe ich, dass ihr eine besinnliche und schöne Zeit habt, wenn ihr Ferien habt. Genießt einfach die schöne Zeit, wenn ihr Urlaub habt, ebenso. Und habt einfach eine schöne Zeit, genießt es einfach, nehmt euch die Zeit, kommt zur Ruhe und widmet euch den Dingen, die euch wirklich Spaß machen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es bald stetig wärmer wird und dass es auch weitergeht mit der Gartenarbeit. Da kann ich euch später noch gleich ein paar meine Tomaten zeigen, die sich jetzt langsam schon Sprösslinge bilden, die dann im Mai dann rausgesät werden können. Aber trotzdem, in diesem Sinne, spasiba, saprosmotrit, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw 270. Bis dahin. Ciao.
Also, wie versprochen, die kleinen Tomatensprösslinge, die sprießen schon. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zu früh groß werden, damit ich die nicht raussehen kann. Das ist wirklich ein, ja, ein Problem. Das ist halt so, wenn man die jetzt in der Dunkelheit zum Beispiel anziehen möchte, die wachsen halt immer stark zum Licht und wenn die halt dann zu groß werden, dann werden sie halt träge und schwach. Deswegen haben wir die jetzt hier so an der Sonne hingestellt, damit die ja genug Sonnenlicht haben und wenn es dann frostfrei ist, damit man die auch wirklich ja raussehen kann. Zur Not gehe ich dann zu einem regionalen Urproduzenten und tue sie eventuell dann in den Folientunnel, da ist es dann wärmer. Aber ich freue mich, es ist bald, ja, frostfrei, Frühling, die Saison kann beginnen und ja, da ist es auch wieder, wie bereits im Video, Entschleunigung, Geduld haben und nicht zu früh alles Mögliche anziehen. Den Fehler habe ich schon gemacht mit meinem Grünkohl und roten Spitzkohl, dass ich die im Keller zu lange im Dunkeln abstehen lasse, ohne dass sie genug Sonnenlicht haben.